Ja, dann darf ich Sie hier zur letzten Session, zum letzten Vortrag heute begrüßen. Und ich freue mich besonders, dass ich den Vortragsblock anmoderieren darf. Und ich freue mich auch besonders, dass ich das Ganze gleich an Jörg Thomsen übergeben darf, den aktuellen ersten Vorsitzenden des Vosges e.V., der nämlich das Ganze hier quasi möglich gemacht hat. Von daher möchte ich auch nicht zu viel sagen, sondern einfach an Jörg übergeben. Bitte schön, Jörg. Ja, vielen Dank, Dominik, für die Einleitung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich kann verstehen, dass du dich freust, das nur anzumoderieren. Das war gerade vielleicht ein bisschen missverständlich mit dem bezugnehmenden Artikel, der das möglich gemacht hat. Die Konferenz war natürlich der Vosges Verein und alle Beteiligten und nicht der erste Vorsitzende oder der Vorstand, auch wenn wir natürlich mit dran beteiligt waren. Okay, genau, die Vosges nähert sich dem Ende. Wir haben jetzt noch einen 60-minütigen Vortragsblock, den ich irgendwie füllen muss und kann. Wahrscheinlich werde ich 10 bis 15 Minuten davon brauchen. Also keine Sorge, Sie kriegen alle die Bahn und das Flugzeug nach Hause am Ende der Konferenz. Ja, es war eine sehr schöne Konferenz, würde ich sagen. Es hat alles ganz gut geklappt. Gestern Nachmittag setzte dann auch bei mir tatsächlich so ein bisschen das Konferenzgefühl ein, was ich gar nicht so erwartet habe bei einer Online-Konferenz, dass ich dachte, ja, zum einen ist es stressig und wir werden froh sein, dass es danach ein bisschen ruhiger wird. Aber wahrscheinlich wird auch bei vielen von uns, wenn hier gleich wirklich alles vorbei ist, so ein bisschen der Blues einsetzen. Aber da hat mir gerade Stefan Keller schon ins Ohr geflüstert, nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Es geht weiter, wird auch nächstes Jahr mit der Vosges weitergehen. Es gibt andere Konferenzen, die man besuchen kann. Dazu komme ich dann gleich auch noch mal ein wenig. Wir haben viel gelernt auf der Konferenz während der vielen Fachvorträge, Workshops und Sessions. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich meine Folien weiterklicke. Jetzt klappt es auch. Darunter haben wir auch so nette Sachen gelernt, wie das Saarland aussieht, welche Länder sich um den Gipfel des Mont Blanc streiten und dass der Mont Blanc auch nicht im Himalaya liegt. Also Jeopardy war schon eins der vielen Highlights der Konferenz, würde ich mal sagen. Das wäre sehr lustig und im Nachhinein war ich ein wenig traurig, dass ich mich nicht rechtzeitig als Freiwilliger gemeldet habe. Vielleicht im nächsten Jahr und da auch gleich der Aufruf von Hannes, sich gerne auch mit Fragen und Ideen zu beteiligen. Die Mailadresse von ihm ist ja über die Jeopardy-Anmeldung bekannt. Es ist sicherlich nicht einfach, sich da einmal alles auszudenken. Genau, aber abgesehen von dem Jeopardy hatten wir eben auch sehr viele Fachvorträge, die reichlich beklatscht und geherzt wurden. Die haben sehr gut gefallen. Es gab auch sehr schöne Kommentare. Wir hier hinter der Regie-Leinwand haben dann auch noch ein paar mehr Statistiken, die wir ansehen können. Da habe ich jetzt mal eins reingeklickt, reinkopiert in die Präsentation, wo man sieht, wie viele Viewer es auf der Bühne 1 gab, wann und wo überall die lustigen Icons hochgeflattert sind. Genau, ich mache mal so einen kleinen Durchgang jetzt Impressionen von der Vosges, vieles natürlich Screenshots und Grafiken, Live-Fotos haben wir ja nicht machen können. Hier unten nochmal die Viewers per Stream über die vergangenen letzten 3 Tage. Wir haben am Anfang einen riesen Peak, das war, nehme ich an, die Eröffnung, wo keiner die Chance hatte, woanders zuzuhören, deswegen haben da sehr viele drin gesessen. Und dann hat sich das aber über die nächsten 3 Tage auch sehr gut verteilt. Das sieht sehr ordentlich aus. Es scheinen also auch wirklich alle Sessions gut angenommen worden zu sein. Auch wenn man nicht sehen konnte, wie voll der Hörsaal in dem Fall gerade war. Aber es sieht hier ganz so aus, als ob das Interesse einigermaßen gut verteilt war. Und dass das Programmkomitee da also auch wirklich eine gute Arbeit gemacht hat mit der Vortragsauswahl und der Verteilung der Vorträge in die verschiedenen Programmslots. Ich habe von Hand im Anmeldesystem mal durchgezählt. Das war gestern, glaube ich, schon. Wir hatten 604 Anmeldungen für die Teilnahme an der Konferenz.
117 Vortragende habe ich durchgezählt und wir hatten 108 Vorträge. Das korreliert deswegen auf den ersten Blick nicht, weil einige Vortragende natürlich mehrere Vorträge gehalten haben und viele Vorträge aber auch von mehreren Vortragenden gehalten wurden. Aber das ist so ungefähr die Zahl, die jetzt dahinter steht. Wir haben einen Vosges-Verein, ein Konferenzteam. Links ist jetzt mal ein Screenshot von der Webseite des Vosges-Vereins. Das ist sozusagen das permanente Team, das über jahrelange Erfahrung verfügt. Und jetzt für die Vorbereitung der Konferenz hatten wir noch zahlreiche andere Kanäle, Mailinglisten, diverse Chats, nicht nur in Telegram, auch in Matrix, das ein oder andere Jitsi-Treffen. Und viele von den Helfern haben sich da auch, wenn nicht die Nächte, so zumindest doch lange Abende bis nach Mitternacht um die Ohren geschlagen, um alles so schön zum Laufen zu bringen. Dann haben wir unser Engelsystem, wo man sich anmelden musste, um zu helfen. Wir hatten ja im Hintergrund Bühnenleitung, Sessionleitung, Videoschnittteam, Leute am Helpdesk, die ganze Videoregie und so weiter. Da wurden sehr viele Freiwillige benötigt, die wir auch zusammenbekommen haben und die alle sehr gute Arbeit gemacht haben. Insgesamt haben wir ungefähr 292 Engelstunden gebraucht, also Stunden, die wirklich von Einzelpersonen geholfen wurden. Dazu kommt die ganze Vorbereitung. Wir haben über 42 Stunden Videos aufgenommen und live gestreamt. Die Videos sind teilweise sogar schon online verfügbar. Mit verschiedenen Formaten werden die bereitgestellt. Es gab 6 Livestream-Studios aus verschiedenen Homeoffices. Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem Twitter-Account mir rausgeschnappt. So sah das dann bei den Videoleuten aus, die das alles zusammengeschnitten haben und jetzt uns aktuell auch immer noch zusammenschneiden. Bei jeder Bühne hatten wir zu jedem Zeitpunkt 12 Leute, die im Hintergrund gewerkelt haben, damit alles so reibungslos funktioniert, wie es funktioniert hat. Insgesamt bin ich sehr beeindruckt von der Konferenz. Ich selbst, das Ganze kam mir jetzt vor wie ein riesen Ameisenstaat. Also wir hatten wirklich sehr viele Helfer, sehr viele Leute, die geholfen haben. Und das hat alles einfach funktioniert. Das war wunderbar. Wir haben keine große Hierarchie. Eigentlich haben wir gar keine Hierarchie bei der Konferenzorganisation, sondern jeder ist engagiert. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, wo er fragen kann, wenn es Probleme gibt. Jeder ist sofort bereit, irgendwas zu machen. Es hat wirklich Spaß gemacht, das so mitzuerleben, wie alles ineinander gegriffen hat und einfach funktioniert hat. Da, ja, ich kann gar nicht aufhören, die ganzen Organisatoren und Beteiligten zu loben. Das war sehr beeindruckend. Wenn Sie als Zuhörer und Teilnehmer ein Feedback geben möchten, das kann natürlich jetzt hier im Chat geschehen, das kann auch nachträglich geschehen. Es wird noch eine Mail an alle geben, die angemeldet sind, wo ein Fragebogen verlinkt ist, den wir herzlichst bitten zu beantworten. Das wird auch nicht lange dauern, 5 bis 7 Minuten. Sie können gerne auch eine Mail schreiben an Konferenzorga, an info@vosges oder wenn Sie jemanden von uns persönlich kennen, kontaktieren, auch da was loswerden. Da nehmen wir alles entgegen, Lob natürlich gerne, aber genauso gerne auch Verbesserungsvorschläge und Ideen, was man vielleicht anders machen könnte, was man verbessern könnte und so weiter. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust bekommen, in Zukunft selber mitzuwirken an der Vosges-Konferenz. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Man muss auch dafür wirklich nicht Vereinsmitglied sein. Da sind wir sehr offen. Jeder kann mitmachen, der engagiert ist. Sei es einfach nur so, weil er Lust drauf hat, weil er sowieso in Projekten aktiv ist, wie auch immer. Wir haben ein Programmkomitee, das schon sehr früh anfängt vorzubereiten. Die Tickets müssen verwaltet werden. Die Anmeldesysteme müssen gemacht werden. Ich war gerade ein bisschen irritiert von meiner Folie mit der Netzwerkwelt. Ich weiß sehr wohl, dass das mit T geschrieben wird eigentlich. Genau, bei der Durchführung der Konferenz, wie gesagt, da waren auch sehr viele dabei und haben mitgemacht.
Wenn man nicht nur mit seiner Arbeit helfen möchte, kann man, wie gesagt, auch sehr gerne Mitglied beim Voskis e.V. werden. 40 Euro im Jahr für das einfache Mitglied, das erwerbstätig ist. Das sind 12 Cent am Tag, das sind keine 80 Cent pro Woche. Das kann man sich, glaube ich, für so eine gute Sache und so einen tollen Verein gerne mal abkneifen oder in den Spartopf stecken. Dann habe ich jetzt noch ein paar Informationen, Fragen, die während der Konferenz aufgetaucht sind, Fragen zur Zukunft natürlich auch, wo ich ein bisschen was zu sagen möchte. Ich habe hier den ein oder anderen Link in den Folien drin, den muss jetzt keiner abfotografieren oder abschreiben. Der Dominik, der noch nicht ganz Feierabend hat, hat jetzt die freundliche Aufgabe, sämtliche Links, die in den Folien vorkommen, in den Chat der Bühne 1 zu posten, sodass Sie sich den, die da alle raus kopieren können. Das erste, die Frage ist öfter aufgetaucht, die Hintergrundmusik, die Pausenmusik von den verschiedenen Bühnen, die kam aus der Soundcloud, von dieser Adresse her. Ich weiß nicht, ob die immer noch so gerne gehören wird wie am ersten Tag, aber vielleicht ja in ein paar Tagen wieder. Man wird es sehen. Mir hat die Auswahl jedenfalls ganz gut gefallen bei der Musik. Dann zu den ganzen Videos. Ich hatte gerade schon gesagt, viele davon sind schon online. Das ist quasi fast zeitgleich passiert. Die letzten werden da sicherlich auch sehr schnell auftauchen. Die laufen beim media.ccc.de, beim Chaos Computer Club. Da gibt es die Videos dieser Konferenz, die man sich angucken kann. Da gibt es auch die Videos der letzten Konferenzen. Und man kann auch gerne noch mal ein bisschen höher gehen da oben in der wie heißt das, in den Breadcrumbs, über das Geo hinaus zu Conferences oder zu Browse. Da gibt es sehr, sehr viele interessante Videos, die, glaube ich, oder was heißt glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, durchaus schöne und sinnvolle Alternativen zu Fernseh- oder Netflix-Abenden bieten. Da kann ich nur empfehlen, einfach mal reinzugucken, was da so alles an Videos und Informationen vorhanden ist. So, das war schon der Rückblick auf die Konferenz mit ein paar Informationen. Wir gucken jetzt ein wenig in die Zukunft. Möchte ein paar Termine ankündigen. Es gibt natürlich immer eine ganze Menge Termine, die anstehen. Ich habe jetzt mal nur zwei ganz konkrete rausgesucht, nämlich die nächsten großen Konferenzen, die jetzt auch unser Fachgebiet hier betreffen. Das eine ist die State of the Map, die in genau einem Monat stattfindet, auch online. Der Link dazu ist auch schon mittlerweile gepostet worden, findet man natürlich auch über Suchmaschinen. Und dann die FOS4G, die internationale FOSGIS, sage ich jetzt mal aus unserer Sicht, die von der OSGEO organisiert und veranstaltet wird. Die findet dieses Jahr so in Buenos Aires statt, wie die diesjährige FOSGIS in Rapperswil stattgefunden hat. Und ansonsten kann man aber eben auch sehr gut online teilnehmen und sich da viele Vorträge anhören und sich mit anderen Leuten aus der Szene austauschen. Die Vorträge auch von der FOS4G sind im Zweifelsfall dann aber auch nachträglich in der Regel noch abrufbar. Da habe ich jetzt keine Adresse zu, findet man aber. So, dann der wichtigste Termin für uns. Da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt doch noch ankündigen können. Der Ort stand schon lange fest, das mit der Zeit war noch nicht so ganz klar. Die FOSGIS 2022 wird in Marburg stattfinden im nächsten Jahr. Marburg, für die, die beim Jeopardy mit den Länderumrissen vielleicht nicht ganz so viele Punkte gemacht hätten, habe ich da nochmal in der OpenStreetMap-Karte markiert. Das ist ziemlich in der Mitte von uns allen. Und da wird die FOSGIS Anfang März stattfinden. Das ganz genaue Datum steht noch nicht fest, aber vielleicht einfach schon mal die ersten beiden Märzwochen im Kalender markieren und da noch keinen Urlaub, keine private Reise planen, keine sonstigen Vorträge und Ähnliches, sondern dann gerne natürlich wieder zur Konferenz erscheinen, sodass wir uns da alle wiedersehen. Wir hoffen natürlich alle, dass wir uns da auch persönlich wieder treffen können. Das heißt, dass wir diesen ganzen Pandemiekram dann einigermaßen hinter uns haben, alle geimpft sind oder wie auch immer. Und
Unten links habe ich nochmal so Hybrid-Fragezeichen reingeschrieben. Das haben wir alles noch nicht wirklich ausdiskutiert. Wir wollten natürlich erstmal sehen, wie funktioniert überhaupt diese Online-Konferenz. Das hätte ja theoretisch auch alles total schief gehen können. Aber wir werden sicherlich im Verein, nicht nur im Vorstand, auch mit dem Organisationsteam, mit allen möglichen anderen Leuten, teilweise ist das ja auch schon hier in der Netzwerkwelt passiert, diskutieren und besprechen, wie können wir das machen, was können wir machen, welche Vorteile hätte eine hybride Veranstaltung, welche Vorteile hätte eine reine Vor-Ort-Anstaltung, welche Nachteile und so weiter. Da müssen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen abwarten und ich halte mich auch einfach mal mit meiner aktuellen persönlichen Meinung, die sowieso jeden zweiten Tag dazu im Moment wechselt, noch ein wenig zurück. Aber das wird auch nicht mehr lange dauern, bis wir das entscheiden, denke ich mir. Okay, dann haben wir noch einen sehr nahen Termin, nämlich den Sektempfang, der jetzt gleich, bitte noch mal kurz hier bleiben und mir weiter zuhören, der gleich in der Netzwerkwelt stattfindet, und zwar da in der Mitte bei den ganzen Brunnen. Ein paar wussten es schon, ich habe das hier für unser Büro auch schon mal vorbereitet, weil ja die Katja Haferkorn hier nebenan sitzt und der Kilian als Technikhelfer auch mit in einem Nachbarbüro hockt. Da können wir zusammen gleich die Flasche trinken und wir werden dann auch in die Netzwerkwelt kommen, um mit allen anderen anzustoßen und noch ein bisschen zu quatschen. Vorher jetzt nochmal die große Dankesrunde. Bevor ich dann wirklich jetzt hier den Frontal-Talk beende, habe nochmal die ganzen Sponsoren zusammengefasst, die man ja auch schon in den Pausenvideos sehen konnte, die auf der Rückseite des Tagungsbandes vorhanden sind, die auf der Webseite stehen und so weiter. Die Sponsoren hier auf der nächsten Seite hat nicht mehr raufgepasst, weil es eben doch so viele waren, die ganzen Medienpartner, die uns hier unterstützt haben, Work Adventure für die Netzwerkwelt, O'Reilly mit den ganzen Literaturgutscheinen, Münchner Freifunknet für die Jitsi-Räume, Chaos Computer Club mit dem Video und so weiter und so fort. Und auch schon oft erwähnt, die ganzen Helfer, das ist jetzt eine sehr leere Folie, um da nochmal was zu zeigen und dann für alle um einen Applaus zu bitten. Jetzt muss ich kurz hier was wechseln. So hat es geklappt. Ziehe ich jetzt mal hier meinen anderen Monitor, meinen anderen Bildschirm auf den freigegebenen Monitor und sehe, es sind noch nicht allzu viele da. Da hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber es berappelt sich gerade. Haben wir noch mal alle Helfer gebeten, doch jetzt an den Brunnen in der Netzwerkwelt zu kommen, so wie sie bei einer realen Konferenz auch immer vorne auf die Bühne gebeten werden. Und da würde ich jetzt alle, die hier anwesend sind und unten die Buttons mit den klatschenden Händen und den Herzchen haben, nochmal fleißig drauf zu klicken und all den Helfern und auch nochmal den Sponsoren und Medienpartnern für die ganze Unterstützung zu danken. Schöne ist, ich kann jetzt während des brandenden Applauses weiterreden und werde trotzdem noch gehört. Die Helfer bleiben bitte alle da, wo sie sind und alle, die jetzt hier auf der Bühne 1 sind und zuhören, inklusive mir und der Leute aus dem Technikraum, wechseln dann jetzt auch in die Netzwerkwelt und dann können wir da noch ein bisschen quatschen, den Abschluss feiern und nochmal persönlich die Konferenz Revue passieren lassen. Gut, vielen Dank für an die zahlreichen Zuhörer und Teilnehmenden, die die Konferenz natürlich auch möglich gemacht haben. Ohne sie wäre es auch sehr langweilig geworden. Genau, wir sehen uns live spätestens im nächsten Jahr und virtuell jetzt gleich nochmal in der Netzwerkwelt. Danke und tschüss, bis gleich.